Wollen wir die killen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Amazon vorbestellt mit Spiel. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass die bei Amazon überhaupt reingekommen sind. Ich hatte es damals nur mitbekommen, dass sie direkt im Nintendo-Shop waren. Und ja, PayPal ging nicht, nur Kreditkarte oder Bankkarte ging auch nicht. Was, also, egal, anderes Thema, rege ich mich nicht drüber auf, sind sie selber schuld. Gab ja auch genug Leute, die es geholt haben. Komm, gehen wir mal hier hoch. Also, ich glaube, ich würde heute aber so zwischendurch auch noch so ein paar Wege erkunden, wo ich vorher noch nicht war, dass wir einfach sagen können, alles klar, da ist vermutlich kein Grog. Problem ist nur, auf diesem Weg kann ich mich auch nicht zu 100% irgendwie verlassen, weil wir noch nicht immer die Grog-Maske hatten. Ha! Deswegen, das wird nachher sehr wild. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht oft googeln muss. Danke dir, Indy, ich grüße dich. Ich hoffe es. Mit dem Max hat es überall, wo es Switch-Produkte gibt. Ach krass. Mit Amiibo wusste ich echt nicht. Ja. Wenn ich gesehen habe, habe der dann irgendwie nicht so. Ey, das ist wirklich sehr lieb von dir. Das freut mich. Oh ja, die haben Bock. Die wollen fliegen. Ach so! Ich wollte euch was Cooles zeigen. Ist da noch einer drauf? So, passt mal auf, ne? Da sind ja noch welche drauf. Passt mal auf. Ihr habt eine Irrknospe. Ihr habt eine Irrknospe und da oben sind da welche drauf beim Biwarock. Pass mal auf. Schmeißen wir mal kurz. Jetzt ist der Biwarock verwirrt. Und was macht er jetzt? Er schmeißt sie runter. Er schmeißt sie runter. Danke, Biwarock. Danke. Atoxina, alles klar. Dankeschön und bis später. Die Armen. Was? Das sind Gegner. Greift er sie weiter an? Hat er Bock? Okay. Wir machen es wie immer. Wir töten den Biwarock mit seinem eigenen Herzen. Darf ich kurz hoch? Das war gutes Timing. Jetzt haben wir aber keine Waffe, wo wir das Herz dran machen können, ne? Wir können es einfach in einen Prügel machen. Dann kriegen wir zwar wieder Puddingschaden, aber ist okay. Machen wir das so. Und die 48er Waffe. Ja. Der Bumerang? Ne. Bumerang würde ich gerne einfach ins Haus packen, weil es ist ja dieser besondere Bumerang, ne? Der Seewind-Bumerang. Den würde ich gerne einfach ins Haus als Deko. Was ist Puddingschaden, Jasma? Keine Ahnung, es ist beim letzten Mal irgendwie passiert. Ich glaube, mit Marco mit K war das. Siehst du, da ist es wieder. Und ein Krog hier, sehr gut. War da noch einer? Ich werde berühmt. Jonas, aber vielen Dank fürs Folgen auf TikTok. Berühmt. Ich bin auch nicht berühmt. Ich wickele dadurch netter. Wart ab, wart ab. Volke, danke für den Support. Die ganze Rüstung und Waffen habe ich mir von Amiibos bekommen. Das stimmt. Bei Amiibos kommt man auch, glaube ich, relativ gute Belohnung, ne? Danke für den Support, Jonas. Hallo aus Bayern jetzt. Wie war die Fahrt? Hat es geklappt mit der Bahn? Das wird immer behauptet. Immer. Immer. Upp. Fahrt perfekt. Oh, Gott sei Dank. Ist ja bei der Bahn immer komplett RNG. Oder Amiibo-Karten. Also ich habe auch ein paar Amiibos hier rumstehen. Zwar jetzt keine von Zelda, aber ein paar andere noch. Ich finde das mit den Karten gut, weil ich auch einer von denen bin, die die Amiibos nicht aufmachen. Die bleiben in der Verpackung. Ich finde das eine sehr gute Lösung. Das ist echt so badisch. Danke dir, Roboterpolizist. Danke dir. So. Da ist der Krog. Okay.
Hier sind doch alle nett. Boah. Aber wir sind gerade am Flughafen. Wo geht's denn hin, ey? Wenn ich fragen darf. So, jetzt aber, da ist auch Schluss, ne? Hier ist auch mal Schluss. Ja. Nett. Kann man das essen? Irgendwo im Angebot? Ich war heute rodeln. Oh, und Kletterpark war sehr gut, aber hab Höhenangst. Hat es denn trotzdem geklappt wegen der Höhenangst? Nett ist der kleine Bruder, ja. So, bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ich von denen allen ein Foto gemacht habe. Doch, das sieht gut aus. Wir müssen da ein bisschen mehr darauf achten, Leute. Ich brauche die Bilder. Ich bin gerne... Nein, das muss nicht sein. Bei der 10 Meter Lauf dann abgebrochen. Ja, ist ja okay. Muss ich ja nicht dazu zwingen. Immer das ausprobiert. Also mit Höhenangst habe ich Gott sei Dank nichts am Hut. Also was ich so ein bisschen gemerkt habe... extrem gemerkt habe. Ich habe auch keine Klaustrophobie, also Platzangst. Aber wir waren mal damals von der Ausbildung unten in Bayern in Schweinfurt. Da war also Teambuilding-Maßnahmen. Und dann sind wir auch in so eine Höhle gegangen mit so einem Typen, der das halt nur macht. Und mussten dann halt so durch ganz, ganz enge Höhlen so kraulen und auf dem Boden da durch. Und ja, 3 Minuten habe ich aufgehört. Keine Luft bekommen, gar nichts. Ich habe jetzt so kein Problem, im Aufzug zu fahren. Macht mir nichts. Aber das war echt heftig. Kopf nicht mitgemacht. Aus Djerba. Black Vibes, ich grüße dich. Schön, dass du wieder reinschaust. Wie geht's dir? Djerba. Oh, der Schaden war ordentlich. Djerba, wo ist Djerba? So, das ist vielen Dank fürs Folgen. Gerade durch den ganzen Sound hier gar nicht mitbekommen. Den ganzen Mist mal hier essen. Schmorpilz haben wir geschenkt bekommen. War auch so eine Freund Eiskator gemacht das. Hoffentlich habt ihr eine gute Zeit. Djerba ist in Tunesien. Ach krass, wie war es in Tunesien? Ich verstehe es aber. Habe auch keine Probleme, aber hätte Angst davor, irgendwo reinzukommen, wo es eng ist und nicht sehen kann, wo ich rauskomme. Ja, ich hatte auch ganz das Gefühl, dass ich stecken bleibe, dass ich nicht weiterkomme, dass ich mehr zurückkomme, dass ich verkrampfe und so hatte ich wirklich. Nee, das war ein sehr, sehr unschönes Gefühl. Und da habe ich ja gemerkt, nee, das so in Höhlen rumkrabbeln ist nichts für mich. Alter, macht der Schaden. Aber wir haben auch eine andere Rüstung an, ne? Warum ist Spalte zensiert? Bei mir steht ganz normal Spalte. In einem Schrein auf der Karte ist eine kleine Truhe, wenn du alle Truhen im Schrein hast. Ja, genau. Genau. Das mache ich auch immer. Das mache ich immer brav. Da rechts daneben kann man es sehen. Ich will das auch haben. Manchmal nehme ich aber die Sachen und schmeiße sie nur raus. Damit dieses wunderschöne Symbol auch da kommt. Alles bestens, ihr seid auch alle motiviert. Oh ja, oh ja. Warm und dringend ist halt nichts außer die Hotelanlage. Ah, okay. Hoffentlich hat sie trotzdem eine schöne Zeit. ThyssenKrupp gearbeitet. Bei ThyssenKrupp hast du gearbeitet. Krass. Reiniger musste auch enge Maschinen reinigen. Oh. Uff. Also das im Berg, das war echt, echt nicht nice. Das war echt nicht nice. Oder in der Höhle. Es war eine Höhle eigentlich. Höhle in einem Berg. Das war. Es war eine Erfahrung, ja, aber das war es dann auch. Keine schöne. Aber die muss man auch mal machen, ne? Damit man weiß, was man kann oder nicht kann, wie auch immer. Ja. Hier oben ist ein. Oh. Wieder runter. Da oben ist eigentlich, glaube ich, wieder eine Truhe sein, ne? Ist oft bei diesen Sonadium-Mob-Lagern. Ja, perfekt. Sehr gut gecallt, Marco. Ja. Ja, dank mir später.
Hier gibt es die besten Tipps und Tricks. Los zu meinem Training. Euch noch einen schönen Stream. Iske, danke, dass du da warst. Viel Spaß im Training. Und bis zum nächsten Mal. Weil Spalt ist zweideutig, verstehe ich nicht. Richtig gut, gerne. Gerne, Ödding. Es macht so Spaß und es passieren so viele Sachen, lustige Sachen. Justin, vielen Dank fürs Folgen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wirklich gut. So, immer kaputt machen, Leute. Hier sind Pfeile drin. Pfeile on was. Ach, Gott sei Dank. Hier sind jetzt keine Pfeile drin. 7 Stück wieder. Wie viel haben wir jetzt? 586 nur. Da muss mehr her. Vielen Dank für den Support. Moin, Meister. Grüß dich zurück. Alles gut bei dir? So, den ganzen Klimbim können wir hier liegen lassen. Okay. Bei der Linie müssen wir aufpassen. Die wird oben oder unten sein. Da haben wir schon Krog. Hier waren wir nicht viel. Wir gehen mal... Da war ein Freund. Oh. Du wirst auch bald Theotika haben. Nice. Du wirst eine wunderschöne Zeit haben. Mike, danke fürs Folgen. Ich hoffe, ich spoilere dich jetzt gerade nicht. Oh, ey. Das musst du dir zurückholen. Dein Hylia-Schild musst du dir zurückholen. Das schönste Schild, was es gibt, finde ich. Hey, listen. Ja, alles gut. Okay, freut mich. Udo, danke für den Lurk. Vielen Dank für den Support. Jackie, ich grüße dich. Hatte schon früher? Ja, heute ausnahmsweise früher. Es hat geklappt. Bis es erstmal auf die Hände trifft, ja. Das ist eine unschöne Erfahrung. Hast du vorhin was zu essen gab? Es gab, ich habe ja Reis mit Soße ein bisschen Hähnchen gemacht. Was Schnelles auf jeden Fall. Weihnachten, welche Tilte kamen? Ah, du wirst eine gute Weihnachtszeit haben. Würdest du auf einem Drachen dann warten, bis er sich regeneriert oder holst du dir deine Sachen und... Also ich... Keine Ahnung, es wird auf jeden Fall sehr viel... Es wird zu lange dauern. Deswegen würde ich einfach nur kurz auf den Drachen... Hol dir die Klaue, die Schuppe oder die Zähne und dann weiter. Und dann weiter. Du kannst auch so viele andere Sachen nebenbei machen. Das Hühnerschild ist gar nicht mal so schlecht. Es ist 90. Ich habe Max jetzt geantwortet, ja? Ja. Und man kann es halt wiederbekommen, ne? Also wenn es kaputt geht, ihr habt die Möglichkeit, das wiederzubekommen. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn es kaputt geht. Hier ist ein Krog auch. Es geht immer. Pack auf was Schnelles. Eine Hühnersuppe, eine Dose, ein Glas Bambussprossen. Bambussprossen will ich gar nicht gerade, wie die schmecken. Böcken, diese gespreizten Suppen. Ah ja, verstehe, ja. Ich warte aus Langeweile aus dem Drachen. Gut, kann man ja auch machen, ja. Wie kann man diesen Weg an sich einschalten auf der Karte? Nils, ich grüße dich. Also, wie kann man die einschalten? Die muss man freischalten. Die muss man freischalten. Ich kann sie gerne sofort spoilern oder dir einen Tipp geben. Aber der erste Tipp ist auf jeden Fall, geh nach Ateno. Und dafür musst du aber erst eine Quest fertig machen, die du im Spähposten bekommst. Von einer Skala von 1 bis 10, wie findest du TTK? Ist eine 9,5 bei mir. Kannst auch wieder bekommen. Ja, ich habe jetzt einfach jetzt diesen Seewindbomben bei mir noch drin, weil ich ihn bei mir im Haus aufhängen möchte. Max, danke für den Support. Warum schmeckt da nichts? Okay, das ist gut. Oh, eigentlich mal für den Binger bei Asa gerichten. Wenn die so einen Schniff extra geben und irgendwelche Nährstoffe haben und nach nichts schmecken, ist ja dann auch okay, ne? Welches Spiel ist eine 10 von 10 Witcher 3? Witcher 3 ist für mich eins der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Also, da ist das schon echt schwierig. Wie viel Prozent hast du schon? Fragt Tobi. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich schätze mal so an die 60%. Hast du die Ballade direkt in BOTW gemacht? Yes, habe ich. Ich habe BOTW eigentlich quasi alles gemacht, bis auf die Crocs. Auch mit DLCs. Warum vermutlich, Pudding? Warum vermutlich? Ich warte auch noch ein bisschen mit Gandorf. Lass mir dann noch ein bisschen mit Zeit. So, müssen wir warten, bis der Bree hier runterkommt. Shit. Super Retro Brother, ich grüße dich. Vielen Dank für den Support. Oh nice, was für Mods, Max? Hast du auch Diablo gezockt? Ja, Diablo 2 mit LOD. Wenn ich mal kurz angeben darf, ja, ich bin auch echt noch stolz, dass ich ihn noch habe. Das ist ein Prachtstück, Leute. Das ist ein
Sehr wirklich schön. Das heißt, damals, das ist noch meine Originalhülle, die ich damals gekauft habe. Die habe ich auch noch von LOD hier oben stehen. Diablo 3 habe ich gespielt, aber nur die erste Season. Diablo 4 habe ich jetzt auch vor der Season gespielt und erste Season hat mich gar nicht gepackt. Ich hasse diese Art Crocs. Ich finde, die sind noch echt okay, wenn man nicht tausendmal diese verdammten Freunde zusammenbringen muss. Oh, das sind Chatfilter, okay. Callous of Season, die erste Season hat mich ein bisschen abgeschreckt bei Diablo 4. Ja. Und wenn ich jetzt ein bisschen offline spiele, spiele ich Escape from Tarkov. Spielst du COD? Damals die GOAT-Teile, also Modern Warfare 1, 2, 3, Black Ops. Die neuen holen mich gar nicht ab. Null. Und dieses Rumgeschwitze bei Battle Royale, da bin ich raus, Leute. Da bin ich zu alt für. Da sterbe ich. Ich liebe Zelda Tears of the Kingdom, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich werde Diablo 4, glaube ich, wieder spielen in der zweiten Season, wenn sie es mal wieder so ein bisschen gerafft haben. Die haben wieder viel rausgebracht, ja, aber ich bin so ein Typ, ich brauche Endgame-Content. Ich brauche irgendwas am Ende. Ich liebe es davon, Diablo 2 zum Beispiel tausendmal Mephisto zu killen. Da gibt es auch irgendeinen Namen für. Wenn man das gut finden will. Single-Target-Farming heißt es, glaube ich, genau. Welches dein Favorite Zelda-Game? Ocarina of Time, weil es so ein bisschen Kindheitserinnerung ist. Ja, ja. Es gibt 200 Crocs mehr bei Hirtika, oder? Als BOTW? Naja, vermutlich, weil ich das letzte Mal Nesselsucht für 2 Wochen am ganzen Körper hatte. Ey, Pudding, du nimmst alles mit, ne? Körperlich und, also Fuß und innen drin, nimmst du alles mit in letzter Zeit, kann das sein? Muss ich nochmal ausprobieren, weil letztes Mal nicht sicher haben. Tobi, danke fürs Folgen. Ah, genau, 100 mehr, genau. 100 mehr. Es gibt 1000 Stück in TOTK und BTW bei 900 dann, ja. Das mit Bambus, auf den reagiere ich nicht. Ach, krass, schade. 100, danke, ja. Als erstes Projekt Star Wars Mod Collection. Mal schauen, wie wir es... Ach, eine Star Wars Mod, cool. Hast du Airbag gebaut? Habe ich schon mal gemacht, Johnny, ja. Aber ich laufe halt gerne rum. Ich bin auch nie mit Pferd unterwegs. Ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, wenn nur noch 100 Crocs fehlen bei mir, dass wir einfach nur rumfliegen und hoffen, dass die Maske hier anfängt zu wackeln. Aber sonst genieße ich das sehr, einfach hier rumzulaufen und alles mitzunehmen. Kennst du Skyrim? Ja, habe ich auch gespielt. Ich habe mich nicht spoilern lassen, was man bekommt für alle Crocs. Ich probiere auch, diesen Spoiler noch zu entweichen. Ich hoffe, es ist nicht scheiße. Ich will nicht einfach stinken wieder. Mit einer Riesenmatte sämtliche Kartensatte von Star Wars bringt Macht raus. Cool. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also die Rimworld-Bots sind, glaube ich, auch sehr nice. Da gibt es eine sehr große Community, wo man nicht von enttäuscht wird. Okay. Hierüber wollte ich, genau. Wie tief ist in Star Wars drin? Habe schon alle Teile mehrmals geguckt, außer die neuen nur einmal. Aber kann dir jetzt nicht was von der Lore erzählen und wenn du mir von irgendjemandem halt den Namen erzählst, dann bin ich raus. Welchen Zelda-Teil hast du? Durch meinen Vater habe ich alle. Außer das von 1985, The Legend of Zelda. Wir reden aber nur von der Konsole, ne? Nicht von Handheld. Also für Game Boy, Game Boy Advance und so, da werde ich kaum Teile haben. Aber sonst, hier über dem Bildschirm müsste irgendwo Link to the Past auch stehen. Ja. Ach so, hasst. Eigentlich gar keinen. Ich habe damals Wind Waker gehasst, habe ich auch nie gespielt, werde es aber trotzdem irgendwann mal nachholen, mit der Hoffnung, dass es im Nintendo Store ist. Mir hat damals, als Wind Waker rauskam, in meinem Kopf hat die Grafik nicht gepasst. Und deswegen habe ich es halt nie gespielt. Ich will es aber auf jeden Fall nachholen. Aber hassen tue ich keinen Teil für die Konsolen. Geil, ob Twilight Princess, Skyward Sword, Majora's Mask, Ocarina of Time, A Link to the Past, Breath of the Wild oder sonst was. Einfach ein Fan davon. Ich liebe das Franchise. Was ist schon über Thronsaal im Schloss ganz oben auf dem Dach auf der Spitze? Schauen wir mal. Kann ich dir nicht sagen. Ich war schon mal da, ja? Vermutlich jeder, der den 5. Weisen hat. Ein Krogzeichen ist hier nicht. Da ist ein Krogzeichen. Ich glaube, darauf willst du hinaus, ne?
Weißt du, was ein Etarian ist? Nein, nein, da bin ich halt raus. Also, ach, haben wir Glück gehabt. Da bin ich raus. Das ist ja Schattenbogen. Hatten wir einen Schattenbogen? Nintendo sollte einen Zelda-Teil für den PC rausbringen. Kann ich verstehen, du kannst es auch momentan sehr gut emulieren, auch THTK mit 60 FPS und so. Werden sie aber niemals machen. Niemals. Das ist so... so ein Steckenpferd, eine Switch zu kaufen oder andere Konsolen von denen. Mit Mario und Pokémon das Stärkste, was es gibt. Oh Gott. Hunter, ich grüße dich, mir geht's gut, wie geht's dir? Hier ist wieder ein Freund. Ich sag auch jetzt schon, die Freunde mache ich offline, ne? Das ist, ziemlich langweilig im Stream. Denk dran, an Brücken. Immer Crocs. So gut wie immer Crocs. Oh, Nintendo ist gemein. Was das angeht. Und zack, ja. Da war er. Die geht's auch gut, freut mich. Ist ganz oben auf der Spitze. Da müssen wir auch noch hin, ja. Alles klar, Pudding, bis gleich. Hoffentlich ohne Unwetter. Eine Alienrasse in Star Wars. Das hat mir der Groß mit etwas. Als können. Sie können richtig Geschreie durch diese Öffnung entfesseln. Klon was hat er bezogen? Serie, wo. Das war. Die gibt es immer auch mit der Fähigkeit. Okay, das ist ziemlich cool, ne? Hande, danke für den Support. Dann müssen wir nochmal ins Schloss rein, ne? Wenn hier so ein Loch ist, ne? Da war ich noch gar nicht drin. Wir machen mal kurz einen Abstecher. Ich habe immer Zelda gesagt und dann wurde ich von Kollegen belächelt. Deswegen sage ich nur noch Zelda. Aber ich finde, das ist nicht so relevant, wie man es jetzt ausspricht. Man weiß ja, was gemeint ist. Ach, diese Musik. Ein Traum. Schön. Hier waren wir schon mal. Ah, krass, Hunter. Muss aber nicht machen, ne? Entspann dich auch ein bisschen. Du hast schon alle 120 Wurzeln. Ah, das wird noch dauern. Ich habe im letzten Stream aber, glaube ich, 10 gemacht. Da war ich unglaublich stolz drauf. Ich hatte im Moment mit die höchste Reichweite. Okay. Nein, kann man nicht, Alina. Marco schreibt mal mit C. Finde ich immer gerne voll nett von dir, Hunter. Dankeschön. So, wie gehen wir denn hier runter? Mal kurz, okay. Den Händler sehen wir jetzt schon die ganze Zeit gefühlt. Den quatschen wir gleich mal an. Ist unter allen Schreinen der Overworld eine Wurzel ist, yep, yep. Und, kleiner Funfact noch, hier Kamin-Sun-Schrein und hier heißt die Wurzel halt Nusimak, das ist quasi zurückgeschrieben. Hier, das sind alles Flüsse, die schwarzen, dann kann man nicht lang. Oben im Berg ist unten ein Tal. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die man über den Untergrund wissen sollte, ja. Und hier die Kisten, falls euch interessiert, hier die Kisten alle. Ist das die THTK? Yes, ist es. Sind alles so Geisterstatuen. Nehme ich gerne hier aus dem Gerudo-Gebiet, weil im Gebiet passen sich ja die Statuen oder die Geister halt an. Und wenn ihr wissen wollt, wie so ein Symbol aussieht auf der Karte, das ist hier so ein doppelter Kreis. Ne? Damit es hier kein Zufall ist und ihr denkt, ja, das ist jetzt in dem Fall so, Marco, was erzählst du denn da? Gehen wir nochmal hier runter. Nehmen wir den hier einfach mal. Wieder so ein doppelter Kreis. Habt ihr mir mal markiert, dass wenn ich wieder Waffen brauche, portle ich mich hin, klapper die kurz ab, zack, fertig. Haben eigentlich so den besten Grundschaden, den man einfach easy bekommen kann, ohne zu kämpfen. Fünften Waisengold, wie fandst du den Fight Hunter? Alina, bist du gerade am Zocken? So, Kollege. Oha, willkommen! Du da, wer so finster reinblickt, für den gibt's nur eine Lösung. Du brauchst einen leckeren Leuchtpilz, kochen, kosten, königlich speisen und deine Umgebung leuchtet auf. Und so den Pilzchen verlieren auch nächtliche Ausflüge durch die Tiefe, wenn sie ihren Schrecken, die dir ruhig meine Warnern. Okay. Kannst du mir schon mal ein paar Tipps für THTK geben? Ganz früh anfangen, Sachen an Waffen zu packen. Hab keine Angst, dass die Sachen schnell kaputt gehen. Man findet unglaublich viele Waffen in THTK und durch den Untergrund erst recht.
Braucht man da keine Angst haben. Was noch ein Tipp? Kochen! Vernünftig kochen. Liebe Jagger, vielen Dank fürs Folgen. Ich grüße dich. Vielen, vielen Dank. Leider habe ich, glaube ich, die Rätsel ein bisschen so gut. Leider habe ich, glaube ich, die Rätsel ein bisschen so gut, wie es eigentlich von Nintendo gedacht war. Wie meinst du das? Ist das Breath of the Wild? Nein, das ist Tears of the Kingdom. Der Fight war irgendwie langweilig, verstehe ich. Aber mal eine Abwechslung, ne? Danke für die Haare. Merkt man das? Ne, ich wollte nur fragen. Fünf Fire-Automaten, das ist nicht schlecht, ja, auf jeden Fall. Auch noch, das finde ich eigentlich mit so der wichtigste Tipp, wenn ihr Maxi-Sachen findet, also Maxi-Trüffel, Maxi-Echse, Maxi-Pilz, Maxi-Fisch, ich glaube, ist Maxi-Barsch, schmeißt nichts anderes rein. Es gibt immer die Max-Heilung plus 1, plus 2, plus 2, plus 4. Macht es alleine. Mein ganzes Essen hier, ihr seht es, ne? Hier Vorlagen plus 10, das haben wir geschenkt bekommen. Plus 5, plus 4, plus 4. Das wieder Medizin plus 4. Es reicht vollkommen. Jetzt ich sag das Spiel auch nice. Wie findest du es, Steffi? Spielst du Palia, Alina? Maxi Barsch mal 5 plus 10 Herzen. Ich würde zum Beispiel 5 mal einzeln einen Maxi Barsch kochen. 5 Essen mit jeweils plus 1 dann, glaube ich. Ist für mich halt irgendwie sinnvoller. Ja. Aber gut. Das Zimmer ist fertig, nice. Ach, nicht geplant. Warum? Was hast du gemacht, Hunter? Wie hast du denn gelegt? Komm, nehmen wir die mal hier. Ja, kann man auch machen mit dem Essen, ne? Also man findet ja auch wirklich viel. Man findet ja wirklich viel. Die Rätsel ein bisschen anders gelöst als Nintendo geplant. Okay, wie hast du die gelöst, die Rätsel? Wie war es anders? Kannst du es irgendwie beschreiben? So, den ganzen Mist mal hier essen. Good. Nicht nehmen. Verkauf die Sachen, ne? Also Schleichmedizin braucht man eigentlich später nicht, ne? Aber nicht einfach nehmen, verkauf die Sachen. Viel Erfolg, ey, viel Erfolg. So, jetzt. Nein, hör auf. So. Wir gehen jetzt hier in den Süden. Da müssen wir. Wir gehen in den Zeitenwald. Auf in den Zeitenwald, Leute. Zeitumkehr auf Magnet gemacht, habt ihr dann in 10 Minuten. Ach krass. Das ist doch smart. Das ist smart. Wir können die Fässer natürlich auch alle kaputt machen. Machen wir das? Machen wir. Schön. Fallen nehmen wir mit. Bock. Ja, er hat sich so ausgesucht. In einer freien Welt. Er hätte gehen können. Aber nein, er wollte Stress. Da ist der Zeitenwald. Im Zeitenwald gibt es einen Krog. Habe ich heute noch in der Zeitung gelesen. Alles klar, Hunter, bis gleich. Viel Spaß? Oder so? Beim Kehren? Wow! Okay, das war jetzt zwar, anders gemein. Goldapfel. Außer Honig. Hol mir. Da ist der Krog irgendwo. Hier auf dem Baum ist ein Stein. Nein. Ich will zu meinem Freund. Oh nein. Überall. Überall. Kackwald.
Okay, das ist ein ziemlich cooles Add-on. Komm, die lassen wir mal ein bisschen tanzen hier. Tanz für mich! Jetzt kommt dieser Baum da auch noch. Noch ein Baum. Oder ist die Switch extrem am Arbeiten? Es wird hier gekämpft. Okay, es war daneben. Oh, der kann der Baum auch nicht angreifen. Schöner Angriff. Oh, die Klinge ist gleich kaputt. Was passiert eigentlich? Lol, ich hab damit noch nie angegriffen. Okay. Da haben wir's. Soldatenschild haben wir auch schon ein Foto von gemacht. Schön. Und wir können wieder looten. Hopp. Haben wir hier Feines drin? Und irgendwas, was wir wegwerfen. T-Schild. Haben wir eben ein Foto von gemacht. Brauchen wir nicht. Ich habe vor den Leuten auch am meisten Respekt. Sind für mich auch die stärksten Gegner, muss ich sagen. Julia, ich grüße dich, wie geht's dir? Sind für mich safe die stärksten Gegner. Leute, ist für mich so ein Gegner, den muss man auch üben. Den muss man wirklich, ich sag mal, trainieren. Waren BTW aber auch schon mein Gedanke. Gut, du selbst, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Oh. Was war da? Ach so, und hier. Okay. Was steht heute im Spiel an? Ich laufe gerade ein bisschen rum bei Orten, wo ich noch nicht war, mit der Hoffnung, dass wir ein paar Crocs finden. Wir werden gleich auf jeden Fall noch einen Schrein machen. Und wir gucken uns gleich mal so eine einen Ort an, wo wir ein paar Quests machen. Daniel, ich grüße dich nochmal, alles Gute zum Geburtstag. Hey Bo, ich grüße dich, wie geht's dir? Bob, 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 andere Waffe nehmen. So. Ach, als wäre das so ein Baum. Oh Gott. Honig mitnehmen. Haben wir nicht viele von. Der Händler von eben wieder. Okay, kein goldener Apfel dran. Normale Äpfel sind jetzt nicht so hardcore wichtig. Haben wir zwei, drei von. Wir müssen da oben noch hin. Da. Ein Krok muss hier noch sein. Es kann nicht sein, dass hier nur ein Freund abhängt. Habe ich euch fotografiert? Warum kommt das Symbol, das Geräusch, aber... Nein. Hallo. Hallo. Jetzt. Was wegen dem Gras? Oh, oh, oh. Da haben wir's. Nice. Nein, haben wir nicht. Haben wir's jetzt? Immer noch nicht. Jetzt haben wir's. Will das Spiel mich verarschen oder will das Spiel mich verarschen? Danke. Ich werde gleich nochmal danken für den Support. Upp, upp, upp. Ich hab dich schon mal gefangen oder im Inventar gehabt, aber nie. Also manchmal. So, den ganzen Bums wie erstmal wieder löschen. Upp, 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 upp. Oh,
Ein Huhn. Müssen wir noch nach Athedo. Müssen wir noch ein Segel machen. Okay. Wer klettert da für einen Support? Goldene Fett lassen wir auch mal. Das sieht auch cool aus, was auch immer ich da fotografiert habe. Ja. Weg damit. Hat sich der Wald auch ein bisschen gelohnt. Haben wir ein Foto mehr. Und einen Freund gefunden. Du meinst die Questreihe mit Pen? Ich habe noch nicht alle Quests mit Pen gemacht. Ich habe 2 von 3 Ausrüstungsteilen. Außer es gibt keinen Kopfteil. Mach das, Max. Es ist ein gutes Spiel. Sehr entspannt. Sehr entspannt. Ganz viel Spaß. Braucht den Glück? Ja, ich hab's nötig. Dann gehen wir mal hier rüber, ne? Wir wollten auch echt. Gehen wir zum Panoramaberg? Boah. Gibt's komplett, okay. Dann fehlt mir noch ein Teil. Dann fehlt mir ein Teil, ja. Schöner Headshot. Okay, ich wollte eigentlich leben lassen, den Kollegen Schnürschuh da vorne, aber. Ich will den goldenen Apfel haben. Wow. Geht das an. Er cheatet halt einfach. Ah, die Mates haben Bock. Schön. Die wollen sich prügeln. So, da war der goldene Apfel, genau. Danke. Ach komm, wir gehen jetzt einfach geradeaus. Da waren wir auch komplett noch gar nicht. Gut, werde ich mal auch offline ein paar Freunde noch zusammenbringen. Okay, ich kriege nochmal einige zusammen. Oh, falsche Waffe. Die ist eigentlich viel zu gut. Für solche Gegner. Mega die Verschwendung. Hat Jupp. Ach, das ist das Grab. Ja, ich erinnere mich. Der Zelda da aufgestellt. Alles klar, Saskia. Bis später. Schöne Zeit wünsche ich dir. Aha, Krog. Jules, ich grüße dich. Vielen Dank fürs Folgen. Wunderschönen guten Abend. Zeitdruck, damit kann ich umgehen. Siehst du das, Marco? Worauf? Worauf bezogen? Das gelesen, Alina, ja. Ja, ja, das tut schon ein bisschen weh. Gut, Max. Ist der Max halt, ne? Okay, so. Hier weiter, ne? Ja. Hier das komplette Gebiet. Den Cumulus hier auch noch. Wir sind gerade rüber, sofort entspannte Atmosphäre. Das freut mich, Jules. Das freut mich. Schön, dass du auch hier bist. Rein hier. Buh, Max. Da beginnt der Mob. Oh Gott, was ist jetzt hier los? Ganz ruhig, Leute. Beruhigt euch. Ja, tanz für mich. Oh, der hat eine Rüstung an. Das ist unfair beim Kampf. Eine Resteichel, schön. Kämpft ihr den jetzt für mich? Ja. Oh ja, schöner Fight da hinten. Der erste ist down. Hat er gut gemacht. Auf wen bist du jetzt sauer? Nächster Kampf. Nee, nee, nicht ich. Nicht ich. Nein. Hör auf, mich zu beschmeißen.
Ich sammle mal so lange eure Items hier ein, ja? Danke euch. Das ist mir zu blöd jetzt hier. Oh wow. Ist schon okay, bin ich sauer. Enttäuscht. Ah, der klassische Satz von einer Mutter. Nehmen wir das? Bin auf dem Arsch. Ah, verdient. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich glaube, hier ist mit dem Elektroschutz. Das reicht erstmal.